Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Hier haben wir noch einen Orkhund. Nice, den haben wir übersehen gehabt, glaube ich. Und wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung neues Lager. Wollen jetzt eventuell denen beitreten. Und ja, da wir ja jetzt halt aus dem alten Lager verbannt sind, quatschen wir nochmal mit Lee, dass wir da vielleicht Teil von denen sind. Da haben wir noch ein paar andere Kreaturen. Da müssten die hier auch wieder respawned sein. So. Und wir haben ja auch schon mittlerweile 20 Lernpunkte. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 10 bekommen... Boah, warum ist es so dunkel, ey? Wenn wir jetzt aber nochmal 10 Lernpunkte bekommen, könnten wir vielleicht sogar schon den Zweihänder auf Maximum machen. Da haben wir noch einen Schattenläufer in der Höhle. So, nehmen wir mit. In der Höhle waren wir jetzt bisher noch gar nicht, ne? Doch. Oder? Doch, hier waren wir schon. Die ist uns bekannt, nur der Schattenläufer war bisher nicht hier drin. Boah, mir juckt wirklich seit Tagen die Nase. Ich weiß echt nicht warum. Sonst dürften hier jetzt keine Viecher mehr sein. Vielleicht die Untoten sind wieder da. Ne, die sind hier nicht wieder da. Gut, dann auf ins neue Lager. Stimmt, dann können wir auch nochmal mit Wolf quatschen. Wegen der Rüstung. Wir brauchen insgesamt noch 7000 Erfahrungspunkte. Keine Ahnung, wo wir die jetzt herholen. Aber schaffen wir schon irgendwie. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Gibt ja noch genug... andere Leute, die wir hier verprügeln, ausschalten, wie auch immer können. Die Orks haben wir auf jeden Fall schon durch. Hier wird wieder neu gespawnt. Ne, hier kein Viech neu gespawnt. Kein Beißer, kein gar nichts. Aber ich glaube, wir haben auch noch nicht alles durchsucht. Oder besucht, um Skillpunkte nochmal zu erhalten. So. Da wären wir. Aber ich glaube, wegen der Uhrzeit, wir haben hier jetzt 21.40 Uhr gehen wir mal vielleicht erstmal in unsere Hütte pennen. Die sind ja auch schon alle weg. Die sind auch schon alle pennen gegangen. So. Die sind alle wahrscheinlich da hinten schon am Schlafen. Oder am Lagerfeuer sind die auch wahrscheinlich eher.
Aber verkaufen können wir jetzt niemanden wirklich was. Da gab es halt noch ein paar Leute im, im alten Lager, denen wir vielleicht noch was verkaufen konnten. Aber da können wir ja jetzt nicht mehr hin, weil wir verbannt wurden. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. So, quatschen wir jetzt erstmal mit Wolf. Der ist ja hier oben. Nee, das waren die jetzt nicht. Da hinten war Wolf. Das ist Wolf. Hallo. Hi. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Jo, alles klar. Bogenstufe 2, ne, lassen wir erstmal. So, wo ist denn die Rüstung? Das da? Schutz vor Waffen 80. Schutz vor Pfeilen 50. Alter, was? Okay. Sieht schon nice aus. Muss ich sagen. Kann jetzt aber nicht noch weiter nach vorne. Oha. Alter, wie geil. Da ist nämlich mal eine Rüstung. Okay, vom Aussehen her... fehlt mir ein bisschen Rot. Aber komm, wir quatschen auch mal mit Lee. Lee und Oryk. Hallo. Hallo? Ich habe Sumpfkraut dabei. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Jo, alles klar. Komm, quatschen wir jetzt mal mit. Hallo. Hi. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Machen wir es kurz. Willkommen im neuen Lager, Söldner. Hier ist eine von unseren Rüstungen. Gut, dass du bei uns bist. Hä, ich... Zweihänder Stufe 1, 30 Lernpunkte, was? Warte mal. Wir haben 55. Ne, wir bleiben bei der. Was soll ich mit dessen Rüstung, wenn ich jetzt schon die bessere habe? Aber. Verbannung aus dem alten Lager. Ich habe die Seiten gewechselt, nachdem das alte Lager mich verbannt hat. Habe ich mich nun den Söldnern angeschlossen. Nun wieder zurück zu Saturas. Okay, gehen wir mal zu Saturas. Jetzt bin ich gespannt, was die Quest jetzt sagt. Also, von der Story her muss ich mich denen jetzt anschließen, oder wie? Sei gegrüßt. Jo, Lee hat mich bei den Söldnern aufgenommen. Lee hat mich bei den Söldnern aufgenommen. Gut, sehr gut. Dann gehörst du nun offiziell zu unserer Gemeinschaft. Sei herzlich willkommen. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nur die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei.
dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Hätte ich auch vorher den Feuermagiern so beitreten können und dann nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln? Hätte ich das nicht auch noch hinkriegen können? Ich wäre eigentlich viel, viel lieber Teil der Feuermagier dann. Jetzt bin ich Teil der Wassermagier. Okay, aber wir haben jetzt nur noch zwei Quests. Das mit Ulberts Lagerschuppen, das kriegen wir jetzt wohl eher nicht hin, oder? Ulberts Lagerschuppen. Ulbert ließ sich sehr leicht vom Lagerschuppen weglocken. Er scheint nicht gerade der Hellste zu sein. Ja, okay. Dann gehen wir mal jetzt ins wieder zurück ins Ork-Lager. Haben wir jetzt nur noch das da als Quest. Was ist mit dem dort unten? Ja, keine Ahnung. 30 Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt für zwei Händer. Warte mal, wir haben jetzt aber insgesamt 211.000. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel ich dann für Stufe 2 brauche. Habe ich mich vielleicht jetzt schon verskillt? Hätte ich vielleicht auf Geschicklichkeit verzichten können? Obwohl wir, was Geschicklichkeit angeht, so, wir haben ja den einen Bogen. Alter, das geht jetzt aber auch ziemlich weit runter. Hätte man nicht alles einsammeln können, aber ich will irgendwie immer alles verkaufen. So, benötigte Geschicklichkeit. Wir nehmen den. Wir bleiben jetzt bei der Armbrust. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben sehr viel an Erfahrungspunkte vergessen durch Quests, die wir von Anfang an hätten machen können. Was ist jetzt eigentlich das Maximallevel, das wir haben können? Das weiß ich jetzt bis jetzt immer noch nicht. Na, aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Seiten gewechselt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir noch den Feuermagier nochmal zurück uns anschließen können. Warte, was stand da jetzt? Gilde Wassermagier. Ich wäre wirklich viel, viel lieber Gilde Feuermagier. Aber egal. Dann haben wir das jetzt so. So, warte mal, jetzt. Nee, das nicht. Hier. Ja, wir müssen seine Statuette von da irgendwie holen, wenn wir da vorankommen. Ist das hier eigentlich schon die stärkste Armbrust, die wir haben können? Oder gibt es noch eine stärkere? Ich muss aber auch sagen, die Rüstung sieht schon nice aus. Vor allem die ist jetzt auch, kann man sagen, unabhängig von den Lagern. Ich glaube, das ist sogar schon die stärkste Rüstung hier, wenn man hier ansieht, sich das mal ansieht. Was haben wir hier? Wasserrobe. Schutz vor Waffen. Ne, ist
Schutz vor Feuer. Sogar 40 hat mehr. Warte mal, jetzt hier erfüllte Missionen. Gescheiterte Mission. Xalas, der Dämonenbeschwörer. Ich habe beschlossen, Satoras nicht zu erzählen, dass laut Xalas all die Jahre des Erzanhäufens umsonst waren. Die habe ich jetzt gescheitert. Hoppala. Nicht, dass Xalas jetzt sauer auf uns ist. Upsi. Ja, aber gut. Im zweiten Durchlauf werden wir das definitiv alles besser machen, was wir jetzt hier in diesem Let's Play vermasselt haben. Ich überlege aber noch, ob ich das hier auf Twitch dann streamen würde oder auf YouTube mit dem zweiten Durchlauf von Gothic. Wo könnte man eigentlich... Ich glaube, würde am meisten Sinn machen, wenn man das auf YouTube machen würde. Weil dann könnte man sich den zweiten Durchlauf auch nochmal ansehen jederzeit. Und dann könntet ihr auch sogar dabei sein, live sein hier und mitkommentieren. Dann könnt ihr da euren Chatverlauf sogar selber nochmal immer nachlesen. Und auf Twitch, das bleibt ja irgendwie nie erhalten. Verschwindet ja immer nach einer Zeit. Je nachdem, welchen Status der Streamer hat, kann das nach 2 Wochen weg sein, nach einer Woche oder nach einem Monat oder so. Keine Ahnung, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Wann das da immer verschwindet. So. Ne, das war ja da hinten. Genau, da oben ist das Ding. So, Magie. Feuerbell. So, Teleport, Teleport, Teleport. Eispfeil. Telekinese. Jo, das kommt zu uns. So, da können wir das wieder wegmachen. Und was sagt die Quest jetzt? Zu lang. Auf der heiligen Säule der Ork-Schaman steht eine Schläferfigur, die das Tor zum Tunnel öffnet. Allerdings werden Urshaks Brüder wenig begeistert sein, wenn sie bemerken, dass ich mich ihrer heiligen Ikone bediene. So. Welches ist jetzt das Tor zum Schläfer? Das hier, ne? Das hier ist nicht das Tor zum Schläfer. Was ist denn das Tor zum Schläfer? Ah ne, das war jetzt... Das war ja das mit diesen... Höhlenzimmern. Höhlen oder wie auch immer. Wo wäre dann jetzt das Tor? Könnte auch das Ding dahinter sein. Hinten, wo ich die Statuette da abgenommen habe. Statuette bewegt den Hebel. So, dann gehen wir da mal rein. Mal schauen, wie wir das überleben.
Neuer Tagebucheintrag, was? So, es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. So, dann speichern wir hier drinnen auch noch einmal. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Arena-Kampf jetzt gleich. Immerhin haben wir schon mal eine sehr, sehr starke Rüstung. Okay, großartig weiter komme ich jetzt nicht, oder? Muss ich da rüberspringen? Oder hier einfach rüberlaufen? Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier hingehen? Achso, das ist eine Tür. Da haben wir einen Untoten. Ach komm, wir nehmen jetzt nur die Erfahrungspunkte mit. Es sind schon sehr viele Skelette hier. Aber okay, es sind Untote auf jeden Fall. Ah, hier. Ich höre hier noch irgendwas. Ich weiß aber jetzt nicht, wohin. Hier geht's nirgendwo hin. Da unten vielleicht. Aber wir gehen jetzt erstmal dahin gucken. Komm, Fackel nehmen wir. Ne, hier geht's nirgendwo hin. Ja, Fackeln können wir auch eigentlich im Grunde alle wegschmeißen. Ja, die Waffen lassen wir da liegen. Die brauchen wir jetzt nicht. Sind alles dieselben Waffen. Okay, so einfach kommen wir da nicht durch. Wir brauchen irgendwas oder müssen irgendwas machen. Schmetterschlag, Trank. 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 Schmetterschlag hört sich nach einer gesonderten Waffe an. Ah, hier. So, ey. Und jetzt? Ah, hier. Was gibt's denn da drin jetzt?
Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte so. Ich habe so ein ungutes Gefühl bei den Dingern. Trank. Trank. Noch ein Trank. Fackel. Axt. Fackel. Hier. Ach, Schalter. Und jetzt? Ah, hier gibt's. Hier gibt's drei Schalter, okay. Kann ich die vielleicht mehrmals drehen? Eins. Ich verstehe das nicht. Ist hier dafür jetzt irgendwas passiert? Ist nicht offen. Ah, rot, dann gelb, dann lila. Okay, in der Reihenfolge muss ich das wahrscheinlich machen. So, das nehmen wir mit, was er da hat. Rot, gelb, lila. Das ist lila, das ist rot, das ist gelb. Fangen wir hier an. So. Dann hier. Und dann hier. Ah, okay, da kommen jetzt irgendwelche Viecher. So, dann schalten wir die eben noch aus. So, speichern. Und dann holen wir uns das Viech. Alter, wie das aussieht. Okay, aber ich sehe jetzt keine. Doch, ich höre jetzt welche. Aber ich sehe die nicht. Okay, warte, Gesundheit erstmal auffüllen. Machen wir mal wieder damit, mit den Tränken. So, einen noch. Jo. Und dann. Toll. So. Da haben wir den nächsten. Und hier nochmal einer. Jo,
Wie viele kommen von denen? Hier haben wir noch einen. Sonst ist hier jetzt nichts, ne? Und von da kamen wir. Ah, da. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.